Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Ringlife ist zu ESN gewechselt. An dieser Stelle natürlich auch herzlich willkommen, dass du endlich im Team bist. Ich freue mich sehr. Edmond ist natürlich die Nummer 1, was Kampfsport repräsentiert in Deutschland angeht, und ESN hat alle möglichen Fußstapfen gesetzt mit Supportern und Unterstützen der ganzen Kämpfer, die jetzt eine Möglichkeit haben, sich neben dem Kämpfen noch ein gutes Gehalt aufzubauen mit dem ESN-Code, um sich dann rein aufs Sportliche zu fokussieren. Edmond tut sehr viel ebenfalls für den deutschen Kampfsport und da ist der Wechsel zu ESN natürlich ein richtiger, Freunde. Und da gibt es jetzt von Seiten SEC Plus einfach deutliche Anschuldigungen bzw. einfach die Aussage, dass der Wechsel von Edmond ein Fotzen-Move sei, weil es ja schon mündliche Zustimmung gab für einen weiteren Vertrag. Da gibt es aber immer zwei Seiten der Medaille, Freunde, und Edmond hat hier mit einem klaren Statement darauf reagiert, was ich sehr gut fand. Er hat hier nämlich trotzdem keinerweise irgendwie schlecht über SEC Plus geredet oder trotzdem irgendwas in der Art, obwohl schon sehr doll geschossen wurde, muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Guckt euch das ganze Statement von Edmond sehr gerne an. Finde es auf jeden Fall nice. Das Team wird größer und größer und ESN ist auf jeden Fall in Deutschland eine Macht geworden, Freunde. Guckt euch das Statement an, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr über das Ganze? Lasst ein Like und Abo da und supportet natürlich auch Edmond Ringlife. Bis zum nächsten Mal. Hey Leute, eigentlich wollte ich nicht zu dem ganzen Thema SEC Plus sagen, weil ganz ehrlich, schaut mal, wo ich hier bin. Ich habe keinen Bock und keine Zeit für diese negative Scheiße. Aber ich habe auch keinen Bock, mich von Matthias irgendwie als Fotze bezeichnen zu lassen öffentlich. Deswegen sage ich jetzt ein paar Punkte dazu. Ja, so, ich werde trotzdem kein schlechtes Wort über SEC Plus an sich, die Firma oder die Produkte verlieren, weil da gibt es einfach nichts Schlechtes zu sagen. Aber die Sachen, die Matthias da über mich sagt, das sind ein paar Sachen halt einfach nicht korrekt und auch nicht richtig. Ich war jetzt 1,5 Jahre bei SEC Plus, ja. Davon war ich über ein Jahr, mehr als über ein Jahr. Nach meinem dritten Monat bei SEC Plus hatte ich Angebote von anderen Firmen, die weit über das Doppelte von dem bezahlt haben, das ich bei SEC Plus bekommen habe. Und ich rede hier nicht von 100-200 Euro oder so, weißt du. Das sind so wirklich lebensverändernde Summen, die ich da deutlich mehr geboten bekommen habe. Ich bin trotzdem bei SEC Plus geblieben. Ich habe gesagt, es geht mir nicht nur um das Geld, es geht mir um die Firma, alles gut drumherum. Es sind noch so ein paar andere Sachen, ja, die auch dazu beigetragen haben, dass ich gesagt habe, am Ende wechsle ich. Weil ich habe euch gesagt, ich will kein großer YouTuber sein. Mein großes Ziel ist der Aufbau der Ringlife Kampfsportmarke. Das ist das Große, was ich machen möchte. Ich verstehe auch gar nicht, warum sich Matthias darüber so aufregt. Ich habe offen und klar mit denen kommuniziert. Pass auf, Leute, das ist der Grund, warum ich wechsle. Ja, ich möchte meine Kampfsportmarke groß machen und ich möchte mit einer Firma zusammenarbeiten, die im Kampfsport aktiv ist. Und das seid ihr nun mal leider nicht. Ja? ESN hält sich sehr aktiv, was den Kampfsport angeht. Und das sieht man. Und zu diesem ganzen Thema mit dieser mündlichen Absprache. Ne? Schau mal, schön und gut, Leute, mündliche Absprachen und alles, alles top. An die hält man sich normalerweise auch, ne? Normalerweise. Aber wenn von der anderen Seite dann zum Beispiel monatelang oder wochenlang keine Antworten mehr kommt und man hinterherrennen muss, um nachzufragen, wie sieht's denn jetzt aus und alles drumherum, dann habe ich da auch keinen Bock drauf, ja? Was soll ich euch großartig noch sagen, Leute? So. Ich weiß, im Internet ist es schnell, man glaubt einer Person, weil man nur die eine Sichtweise hört, aber es gibt immer mehrere Sichtweisen, ja. Und das Letzte, was ich gemacht habe, ist irgendwie ein Fotzen-Move. Ich habe klar kommuniziert, worum ich gehe und fertig.